Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ich wurde jetzt an irgendeinem Checkpoint, wo jetzt der letzte, als ich den Part beendet habe und das Spiel verlassen habe, wurde ich jetzt wieder an irgendeinem Checkpoint jetzt resettet. Was jetzt ein bisschen daraus sich das Problem ergibt, dass ich jetzt ein bisschen hier zurechtfinden muss, wo ich überhaupt lang muss, aber ich hab das schon sofort gefunden. Hurra. Hier muss Mario und die andere, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Rebecca? War doch Rebecca, oder? Mario und Rebecca. Nein, ich wollte nicht die Karte aufrufen, sondern ich wollte dieses Menü aufrufen. Also. Mario und Rebecca. So, Zeit um den Fähigkeitenbaum anzupassen. Also erst einmal extra Kraftpunkte, Regeneration, must have. Okay, was haben wir denn sonst noch? Erhöhte kritische Treffer, dann Waffenreichweite, Sprungschuss. Hier kann Mario ziehen und sie angreifen, während er durch die Luft gleitet. Sprungschuss fügt außerdem mehr Schaden zu. Ich weiß nicht, was das ist, aber wirklich interessant. Wenn erstes Ziel sicher besiegt wird. Wenn der erste Schuss eines Gegners bezwingt, fügt der zweite. Wenn der erste Schuss einen Gegner bezwingt, fügt der zweite Schuss letztlich 100% Schaden zu. Interessant. Ich skill's jetzt einfach mal. Und hier ist auch wieder Heldensicht. Also mehr oder weniger auch die Fähigkeit, die Luigi hat. Durch Marius bewegt wird, wird eine Bonusladung hinzugefügt. Okay, das ist auch sehr interessant. Dann haben wir noch den Cooldown runter und den Schaden hoch. Oh, hat der jetzt perfekt gepasst. Okay. Mama mit Rebecca. Ist auch wieder auch mal resetten und dann wieder hier diese vielen Standardfähigkeiten. Also mit Rebecca bin ich ja schon ein kleines bisschen bewandert. Also ja. Kritische Treffer machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, und Reichweite weiß ich nicht. Ja, komm, Reichweite machen wir auf jeden Fall. Ja, das ist die. Also mit dieser Fähigkeit, mit der Stromklinge, ich weiß ja nicht. Also damit habe. Also die habe ich irgendwie gefühlt immer noch nicht verstanden. Aber das hier möchte ich dann doch erstatten und. Doch nicht erstatten, okay. Was für Sparks geben wir euch? Ich würde behaupten, bevor ich hier Sparks verteile, gucke ich euch erstmal rein, was hier überhaupt von mir verlangt wird. Meine Analyse hat ergeben, dass diese Finsternzeit 14 extrem furchtbar ist. Warum lassen wir die nicht einfach in Ruhe? Wir müssen ja nicht jede Finsternzeit 14 entfernen, oder? Beep-O! Damit bist du objektiv gesehen im Unrecht. Wir entfernen jede Finsterzeitmütze. Was redest du für einen Schwachsinn? Vergiss es. Danke, Rebella, danke. Das kann ich nicht zulassen, Beep-O. Mario und ich machen das. Ah, tolle Kämpfer! Und ihr beide ergänzt euch so gut. Wenn irgendwer diese Finsterzeitmütze beseitigen kann, dann ihr zwei. Okay, was ist jetzt an dieser Finsterzeit fühlt sie so richtig anders und bedrohlich und grausam und was weiß ich was. Irgendein Superlativ einfügen. Oh. Ich glaube, ich habe schon Ahnung, was ich hier für Sparks gebe. Powerblock, als habe ich noch nie den Powerblock hier, den Ausrufezeichen vom Powerblock entfernt habe. Okay, was gebe ich denn als Sparks? Also ich habe ja noch hier einen Spark freigeschalten, den ich noch nicht gelevelt habe. Oh, was sind denn schon, den jetzt zu leveln? Ah, ich mache Level 3. Für jeden Spark. Letztlich, was das ist. Rabbit Kong erzeugt eine
eine Welle in alle Richtungen, die Schaden zufügt und Gegner wegschubst. Das könnte ja unironisch, das könnte eine gute Fähigkeit sein für den Kampf. Probier's halt einfach mal aus. Weil ich mal Level 4. Im Sterntrank Level 5. Geben wir mal. Ersetzen wir mal dich durch Mario. So. Ich würde auch sagen, was definitiv noch eine Mario-Fähigkeit sein muss, ist der Spritzer. Ja, dann ist Mario dafür verantwortlich, die Gegner wegzudrücken. Oder soll ich das nicht lieber Luigi Rebecca geben? Verursacht 3 Shot bei mir den Spritzsuper-Effekt. Mir würde ich jetzt dann doch ganz gerne Rebecca übergeben, den Spark, wenn ich ehrlich bin. Darum. Gehen wir jetzt mal Sternteile. Und dann weiter am Sternkrank. Und wo haben wir jetzt? Da haben wir Aquarion. Gehen wir mal dir. Und was wäre sonst noch sinnvoll? Ich würde eigentlich das von Luigi geben hier mit dem Claudius Rex. Hab zwar jetzt gar keine Heilung. Also mal schauen, ob dieser Bild das jetzt. Moment mal. Ja, komm, wird schon. Wird schon. Let's go. Mal. Und wenn ich hier. Ja, das macht doch Damage. Aber womit jetzt noch mehr Damage macht, wenn hier noch ein Spritzer mit dabei ist. So. Na, wie gefällt dir das? Ich kann sogar noch mehrere treffen. Habe ich jetzt eigentlich, als ob ich jetzt in jeder Runde eine hellen Sicht habe. Eher schon geringfügig overpowered. Ah, ich glaube, ich jetzt hier für einen Klaus verwenden soll. Ich weiß nicht, was jetzt einer ist, wenn der. Gibt ja manche. Manche Klaus-Gegner, die werden ja aggro, wenn man die dann trifft. Ich glaube, der hier nicht. Ich will mal den Schockwellenspritzer mal einfach mal ausprobieren. Zum Cooldown habe ich eigentlich. Steht das irgendwo? 3 Züge. Ja, mach mal. Nicht so die Welt bewirkt. Let's go.
Okay, bist du nicht mehr andersweit in der Nähe von Mario, also mach jetzt hier mal die Hellsicht. Und du? Aber wobei, du kannst ja trotzdem. Ja, wobei, nee, Klaus jetzt wäre scheiße. Ich irgendwie. Ne, kann ich nicht. Außerdem frage ich mich, warum ich mich hier in der Deckung setze. Ich meine, die Gegner können nicht schießen, die haben keinen Angriff. Verdammt, ich habe jetzt hier schon beide Fähigkeiten eingesetzt. Egal, nächste Runde. Ich habe völlig den Spritzeffekt vergessen. Aber ich glaube, gerade das jetzt ist sehr stark, jetzt wo ich hier alle auf einmal erwischen kann. Ich möchte jetzt hier auch nicht in der Reichweite vom ersten sein, aber. Ja, wobei nicht in der Resistenz gegen Frostbeule. Ja, okay. Selbes Spiel wie eben. Oh, verdammt, als ob die Reichweite ausreicht für den Angriff. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, das war jetzt scheiße. Dann bin ich mal dich. Lass mich fortbewegen. Okay, darf ich. Ja, genau, wenn der sich jetzt nach vorne bewegt, geht dann ja auch in meine Reichweite. Kann ich ja leider nicht meine zwei Ladungen gut nutzen. Ja. Was ich jetzt von befreit haben. Oh nein. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das jetzt passiert. Dann an der Stelle. Suche ich mal ein bisschen das Zweite. Den ist jetzt mal ein bisschen schön weggedrückt. Ich eigentlich auch beide. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bedeutet, dass er dann etwa einen Gegenangriff startet, wenn ich ihn treffe. Oh fuck, der ist unempfindlich. Scheiße. Oh, jetzt hab ich verkackt.
minus 1. Jetzt habe ich verkackt. Ich habe nicht verkackt. Na, Kong kann er wegschubsen. Okay. Also Kong, ich glaube, dass mit Kong wegschubsen, der kann auch wegschubsen, weil es auch ohne, also auch ohne Super-Effekt. Das sage ich dann doch sehr stark. Okay. Nimm das! Ich hoffe, dass es jetzt kein Fehler. Weiß ich nicht. Jetzt habe ich mal direkt mal einen Klaus in der Nähe. Der besiegt. Perfekt. Okay. Selbst wenn ich die Strategie, die ich angewendet habe, vielleicht für suboptimal halte und ich Fehler gemacht habe, hat gut funktioniert. Heilen wir mal. Und zuletzt stellen wir dann wieder die Sparks wieder richtig. Für Bowser. Für Bowser dann auch den Spark von Rebecca. Nein. Und eigentlich Bowser. Bei Rosalina. Weil ich Rosalina auch durchaus dahin stellen kann. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist merkwürdig, dass ich nicht Kamera drehen kann. Moment mal. Wo ist jetzt diese Pfütze eigentlich? Entfernt. Ist das überhaupt notwendig? War das eine Sidequest? Was ist jetzt der Mehrwert, dass ich die Pütze entfernt habe? Ich verstehe es nicht. Ich muss hier irgendwie. Muss ich da wahrscheinlich lang. Ja, wobei. Ja, einfach. Ja, irgendwas habe ich da unten noch gesehen. Was ist denn da unten los? Da ist ja auch noch eine Pfütze, die etwas blockiert. Ja, natürlich. Naja, aber ich mache erstmal hier den Kran richtig. Ob das auch was ich machen muss. Den Kran nach da. Dann habe ich den Weg freigeschalten. Und jetzt. Wo ich im letzten Part. Wenn ich Leiter habe, kann ich jetzt einfach so lang gehen. Ich glaube, das hier. Kann nicht falsch sein. Und trotzdem stelle ich mir Fragen, was mit dem Gebiet unten los ist. Super Mut, ihr fliegen unter das, könnt ihr mich hören. Hört auf rumzutrüllen. Je schneller ihr das Ding aus meiner Windmühle erledigt, desto schneller kann ich euer Gerät auf Vordermann bringen. Over and out.
Aber Moment mal. Ja, aber Moment, ne? Wir überstürzen die Sachen nicht so. Wir gucken uns mal an, was da unten abgeht. Aber jetzt müssen wir auch ein bisschen den Durchblick kriegen, aber ich glaube. Also zumindest bin ich jetzt mal in der falschen Annahme, dass mein Orientierungssinn gut genug ist. Also. Wir haben ja hier ein Areal. Irgendwie hier hinkommen. Wie kommt man sonst an die Seite? Also da stelle ich mir noch Fragen, oder muss man, oder schaltet man es erst später frei? Muss man irgendwie da noch eine Röhre freischalten? Weil was mich gerade verwirrt ist, wie man da überhaupt hochkommen soll. Ich würde noch mal versuchen, das von der anderen Seite aus zu erreichen, oder mir das noch mal am besten mir von der Vogelperspektive noch mal anschauen. Aber das ist strange. Ist da irgendeine Möglichkeit, dahin zu kommen, wenn ich nach unten gehe? Ich möchte einfach mal jetzt mal so ein paar Wege gehen. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier in eine Sackgasse nach der anderen reinrenne, aber ich möchte das Level-Design verstehen. Also was hindert mich? Nach da unten. Komme ich irgendwie nach da unten? Offensichtliche Problem ist, ich komme ja nicht nach da. Um nach da zu kommen, wäre die Möglichkeit, ja, da ja auch die Leiter, aber die Leiter habe ich auch nicht freigeschalten. Ich sehe keine Möglichkeit. Das Einzige, was ich sehe, ist da hinten da die Röhre, die halt noch von dem Clipper befreit werden muss. Ich glaube, das ist ein Gebiet, wo wir erst später hinkommen können, wenn wir das andere Ende der Röhre gefunden haben. Und aus diesem Grund mache ich jetzt auch mit der Hauptquest weiter, weil ich glaube, da kommen wir erst später hin. Allerdings selbst so die Befürchtung, dass das hier so ein bisschen von den Tentakeln, ja, dass das hier so schon bereits hier das Finale von dieser Welt ist. In dem möchte ich mich heute eigentlich noch nicht widmen. Wahrscheinlich gibt es da noch eine. Ja, das hier wird wahrscheinlich das Finale sein. Ich lasse mal die Cutscene laufen, aber ich werde das noch nicht in diesem Part machen. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Weil ich habe hier die Befürchtung, dass das hier zum riesen XXL-Ding wird. Gefährliche Windmühlenwinde, ja. Das sieht mir. Schütze-Drehmechanismus, ja, das sieht mir nach Final. Nach das Finale von dieser Welt aus. Geben. Okay. Dann haben wir schon einen kleinen Spoiler gesehen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Dann wünsche ich euch an der Stelle noch einen schönen Tag. Ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?